Blaze, der Supertruck. Ja! Schneller, Blaze! Hey, ich bin Blaze. Und der Junge da oben am Steuer, das ist AJ. Hi! Er ist mein bester Freund. Und er ist der beste Fahrer, den ein Monster-Truck wie ich haben kann. Sieh mal, Blaze. Da vorne der Hügel. Da kann man bestimmt super rüberspringen. Wollt ihr mal sehen, wie ich einen super Monster-Jump mache? Na gut. AJ, drück auf die Tube. Ja, ja, Blaze. Das war super! Das war gigantisch hoch! Ja, gigantisch! Was ist? Wieso lachst du denn? Blaze, du hast einen Schnurrbart aus Gras. Ach ja? Na, warte mal, was jetzt kommt. Jetzt sieht's aus, als hätte ich Graslocken. Und jetzt sehe ich aus wie ein Elefant. Blaze, ich mag dich so, wie du bist, mein Lieber. Danke, AJ. Lass uns weiterfahren. Oh, aber diesmal fahren wir noch schneller, als wir je gefahren sind. Ja! Seht mal hier. Mit Hilfe dieser Booster kann Blaze super schnell fahren. Das ist Turbo Speed. Aber die Turbogeschwindigkeit funktioniert nur, wenn wir Blaze dazu anfeuern. Damit ich den Turbo-Speed erreiche, müsst ihr laut rufen, gib Speed! Jetzt kommt, sagt es mit mir. Gib Speed! Yeah! Sieh doch mal, Blaze. Wir sind in Reifenhausen. Und da vorn, da ist die Monster Arena. Da finden alle großen Rennen statt. Kommt mit. Das sehen wir uns mal an. Sieh dir mal diese riesen Rennstrecke an. Ich würde auch gern mal auf so einer Rennstrecke fahren. So ein Monstermaschinenrennen zu fahren, ist mein allergrößter Wunsch. Eines Tages wirst du das. Das weiß ich. Hallo, Rennsportfans! Checkt den Reifendruck und schnallt die Sitzgurte an, denn das hier wird das allergrößte Rennen aller Zeiten. Wer hier siegen will, muss gigantische Sprünge absolvieren, die kurvigsten Kurven nehmen und die spiraligsten Loopings drehen. Das ist die Monster Truck Weltmeisterschaft! Die Monster Truck Weltmeisterschaft? Das müssen wir uns ansehen. Das hier ist das größte Rennen der ganzen... Ups. Entschuldigung, bitte. Schon okay. War ja aus Versehen. Mein Name ist Gabby. Hi, Gabby. Ich bin Blaze und das ist AJ. Hey, was machst du denn da gerade? Ich repariere eine Zündkerze für einen Monster-Truck, der das Rennen mitfährt. Wow, du kennst die Trucks, die das Rennen mitfahren? Klar kenne ich die. Ich bin Mechanikerin. Ich repariere alle Monstermaschinen. Wow! Ist das cool! Toll! Hey, wollt ihr ein paar von denen, die hier starten, kennenlernen? Oh, das wäre ja fantastisch! Na dann, folgt mir! Hier sind sie, die schnellsten Monstermaschinen der ganzen Welt! Tigerkrallen! Wow! Hi, Stripes! Hi, Gabby!
Oh, das glaube ich ja nicht. Stripes ist ein Tiger-Truck. Ja, und er kann super klettern. Hey, Stripes, deine Zündkerze ist fertig. Toll, bin gleich unten. So, alles wieder okay. Danke, Gabby. Jetzt starte ich durch zum großen Rennen. Starla, sie ist ein Cowgirl-Truck. Na los, Starla, zeig mal, was du mit dem Lasso drauf hast. Okay, wow, das ist ja unglaublich. Hey, danke, Amigo. Doch jetzt muss ich die Hufe schwingen. Die Startlinie ruft schon. Viel Glück, Starla. Alles klar. Das hier ist Darrington, der Waghalsige. Wow, wie es scheint, macht er gerne Tricks. Darrington? Er liebt es, Tricks zu machen. Sucht hier irgendjemand Darrington? Ja! Mir ist schwindelig. Viel Glück beim Rennen, Darrington. Der Bereich hier ist für Zack, dem Dinosaurier-Truck. Gabby? Da ist gar keiner. Oh, du hast recht. Versuchen wir ihn zu rufen. Ruft Zack! 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 Du Witzbold, du musst dich beeilen. Das Rennen startet gleich. Yippie! Zack liebt Rennen. Wow, die Renntrucks sind ja alle super klasse und nett. Ja, aber es gibt einen Truck, den habt ihr noch nicht gesehen. Und, naja, der ist nicht so nett wie die anderen. Aus dem Weg! Ich bin vorn! Sein Name ist Crusher. Und er denkt, er wäre der beste Rennfahrer von allen. Der würde alles tun, um zu gewinnen. Verzeihung, Entschuldigung, sorry. Ich gehöre zu ihm, danke. Und das ist Picky. Er folgt Crusher überall hin. Wart auf mich, Crusher! Wir sind da, Picky, beim Weltmeisterschaftsrennen. Oh, ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Es könnte Stripe sein oder vielleicht Zack oder Starla. Die ist ziemlich schnell. Nein, Picky, ich gewinne das Rennen. Ich. Und weißt du, wieso? Nein, wieso? Ich werde gewinnen, weil ich schummeln werde. Sieh mal da, meine Erfindung, der Seifenblasen-Ärgerstab. Hey, was zum Auspuff soll das? Wow! Zack kann fliegen. Meine Seifenblasen werden euch alle weit wegtragen. Und dann fahre ich die Rennstrecke ganz allein. Oh nein, die Teilnehmer fliegen in diesen Seifenblasen davon. Das war Crusher. Er hat die Seifenblasen gemacht. Los, komm, AJ, wir müssen was unternehmen. Hey, Crusher, da rollt noch ein anderer Truck auf uns zu und ich glaube nicht, dass ihm gefällt, was du gerade gemacht hast. Ach ja, dann muss ich ihn wohl auch loswerden. So ein Rost, jetzt sitzen wir auch in einer Blase fest. Halt dich fest, AJ. Oh! Die Seifenblase wird gleich platzen. Achtung, Blaze! Ja! Was für eine Fahrt. Hey, Blaze, was denkst du, wo wir sind? Weiß ich nicht, AJ, aber sicher sehr weit weg von Reifenhausen. Hallo! Hört mich jemand? Das klingt ja wie Stripes, der Tiger-Truck. Aber ich kann ihn nicht sehen.
Ich auch nicht. Helft uns, Stripes zu finden. Wo ist der Tiger-Truck? Ja, da ist er! Stripes! Stripes, hier sind wir! Blaze, AJ! Oh, Junge, bin ich froh, euch zu sehen! Oh nein, ich hänge in den Lianen fest! Halte durch, Stripes! Uns fällt schon was ein, wie wir dich da runterholen! Aber Blaze, Stripes hängt wahnsinnig hoch! Wie wollen wir denn da zu ihm raufkommen? Oh, ich habe eine Idee! Wir können sicher mit Hilfe dieser Felsen da nach oben springen. Die Felsen sind wie Rampen geformt. Und wenn man so eine Rampe schnell hochfährt, schleudert sie einen hoch in die Luft. Das sehen wir uns mal an. Visierblick aktivieren. Fahren wir die lila Rampe hoch, fliegen wir so hoch. Aber fahren wir über die steilere orange Rampe, fliegen wir so hoch. Mit welcher Rampe schaffen wir es auf den ersten Vorsprung? Ja, Leute, mit der orangenen Rampe, ja! Sie ist steiler, also fliegen wir höher. Los geht's, AJ! Ja! Es hat geklappt, Blaze. Wir haben's geschafft. Oh! Blaze! AJ! Die Lianen reißen gleich! Rostfleck, wir müssen schnell zu Stripes hoch. Da drüben! Eine grüne Rampe und eine gelbe Rampe. Welche Rampe bringt uns auf den nächsten Vorsprung? Die grüne. Sie ist steil genug dafür. Dann mal los, Blaze. Super. Wir haben es geschafft. Oh nein. Durchhalten, Stripes. Sieh mal, noch zwei Rampen. Über welche kommen wir nach drüben? Über die blaue, ja! Oh ja! Oh. Oh, Stripes kann sich kaum noch halten. Schnell weiter, nur noch ein Sprung. Seht mal da, drei Rampen. Welche Rampe sollen wir benutzen? Die rote, ja! Okay, AJ, drück auf die Tube. Oh! Hab dich! Wow! Ihr habt mich gerettet! Danke, danke, danke! Oh, gern geschehen, Stripes. Sind bei dir noch alle Schrauben dran? Ja, ja. Aber leider bin ich hier ein bisschen weit weg. Ich wollte doch beim Weltmeisterschaftsrennen mitmachen, nur... Ich schaff's leider nicht mehr rechtzeitig zurück. Man darf nicht aufgeben, Stripes. Wir bringen dich pünktlich zurück. Wir müssen nur so schnell fahren, wie wir können. Und wie? Natürlich mit Turbo Speed! Wow! Wisst ihr noch, damit ich super schnell fahren kann, müsst ihr sagen, gib Speed! Kommt, sagt es mit mir. Gib Speed! Er ist wirklich echt schnell. Wow! Monster Truck Weltmeisterschaft! Hier kommen wir! Jetzt geht's los, nichts ist uns lieber. Schaut gut zu, denn wir sind Sieger. Spannendes wird hier passiert, und lasst euch faszinieren. Gib's Speed! Los geht's! Gib's Speed! Es wird Zeit! Gib's Speed! Wir nehmen volle Fahrt auf! Wir sind ein super Team! Gib's Speed! Drück auf die Tube! Ladies und Gentle-Trucks, schnallt euch gut an und Fuß auf die Bremse, denn die Monster-Truck-Weltmeisterschaft fängt gleich an. Ja! Ja! Wann geht's los? Wann geht's endlich los? Doch Achtung, es gibt heute eine Veränderung. Es scheint, als wären alle Teilnehmer auf mysteriöse Weise verschwunden. Alle bis auf Crusher. Was? Warte, was? Oh nein, wenn die anderen nicht rechtzeitig zurück sind, gewinnt Crusher das Rennen und bekommt den Pokal. Ich bin genial, ich bin der einzige Teilnehmer beim Rennen. Yep,
Jetzt gewinnst du sicher. Also lehn dich zurück und knabber ein Stück von meiner Zuckerwatte. Oh, Igitt, zu klebrig. Ach, komm schon. Nein, zu klebrig. Wie schmeckt dir die? Ist lecker. Nein, widerlich klebrig. Okay, ist ja gut, du willst nicht. Dann bleib ich damit hier ganz weit weg von dir. Hey, warte, Blaze, ich rieche hier etwas. Was? Was riechst du? Da ist noch ein Monster Truck in unserer Nähe. Aber wo kann der sein? Wo seht ihr noch einen Monster Truck? Ja, das ist Darrington, der Truck, der so gerne Tricks macht. Darrington, hier drüben! Darrington! Ja! Hey, Darrington! Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Ihr erratet nie, was ich vorhin im Wald gesehen habe. Was war es denn? Grizzly Trucks! Grizzly Trucks? Was hast du gemacht? Na, ich hab Gas gegeben und wollte weg von ihnen. Aber wohin ich auch fuhr, die Grizzlies hatte ich immer im Rücken. Wow! Wie bist du ihnen entkommen? Ach, gar nicht. Die sind immer noch hinter mir. Oh, oh. Seht ihr Trucks, die wie Grizzlybären aussehen? Ja, das sind sie. Verschwinden wir von hier! Leute, mir nach! Die werden wir los. Fürs Erste jedenfalls. Hier lang, Leute. Oh, oh, ein Fluss. Oh Mann, wir müssen darüber. Aber wir haben nicht viel Zeit. Die Grizzlies sind gleich wieder da. Ich weiß was. Wir brauchen etwas, das uns rüberbringt. Schnell, sucht alle etwas, womit wir rüberschwimmen können. Ich habe ein großes, flaches Stück Holz. Und ich habe einen Felsbrocken. Und ich habe dieses gebogene Stück Holz. Erinnert euch, wir brauchen etwas, das uns über den Fluss schwimmen lässt. Was davon kann wohl schwimmen? Ach ja? Probieren wir doch mal alles aus, um zu sehen, was schwimmt. Seht mal! Was ist mit dem Felsen passiert? Er ist gesunken, bis auf den Grund. Na also, der kann uns wohl nicht über den Fluss bringen. Aha, aber die beiden Holzstücke schwimmen. Auf denen könnte es klappen. Daring Time! Ups, tada! Oh, oh, Darrington ist für das Holz zu schwer. Jetzt fließt das Wasser über die Ränder. Was ist denn jetzt los? Darrington, du gehst gleich unter. Spring! Tada! Seht euch das Holz an, auf dem Darrington jetzt ist. Sinkt es oder schwimmt es? Ja, es schwimmt. Auch wenn Darrington drauf ist, das gebogene Holz hat hohe Ränder, die das Wasser abhalten. Oh, da kommen die Grizzly Trucks. Schnell, alle auf das Holz. Ja! Haha, mach's gut, Grizzlies. Wird's vielleicht untergehen? Probier's aus und du wirst sehen. Die Form wie eine Schale ist hilfreich, doch pass auf, denn Wasser tritt auch durch das kleinste Loch. Unser Boot hat Auftriebskraft. Wir schwimmen auf einem Fluss. Unser Boot hat Auftriebskraft. Wir schwimmen auf einem Fluss. Denn wenn der Fluss mit seinen Wellen reißt, sei sicher, dass du immer oben treibst. Unser Boot hat Auftriebskraft.
schwimmen auf einem Floß. Aufsichtskraft. Tja, Crusher, es sieht aus, als hätte deine Schummelei tatsächlich gewirkt. Niemand ist hier für das Rennen, außer dir. Oh ja, genau so ist es. Ich bin der Beste und niemand macht beim Rennen mit, außer mir, mir. Nicht so schnell, Crusher. Vielleicht wirfst du mal einen Blick nach da oben. Blaze hilft nämlich den Rennteilnehmern zurückzukommen. Was? Was sagt man dazu? Dieser Blaze-Typ hilft ihnen. Vielleicht schaffen sie es sogar rechtzeitig zum Rennen. Nein, nein, nein! Ich will der Einzige sein, der das Rennen fährt. Ich muss mir was überlegen. Eine fiese Mogelei. Die anderen dürfen hier nicht auftauchen. Na klar. Ich baue was, was die Blechkisten aufhält. Da kommen die niemals dran vorbei. Das ist meine mechanische Matschleuder. Ist hier das Rennen für Blaze und seine Freunde etwa schon zu Ende? Oder kann er sie alle noch rechtzeitig für das Rennen retten? Und apropos Rennen, wer wird wohl am Ende die Monster Truck Weltmeisterschaft gewinnen? Haltet euch an euren Radkappen fest, denn das erfahren wir in der nächsten Folge von Blaze und die Monster Trucks.